Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und heute zeige ich euch etwas aus meiner Spielzeugsammlung. 2017 und 2018 gab es die sogenannten Nanospace Spielsets und dies waren mit sogenannten Hexbug beinhalteten sie. Hexbug ist eine Firma, die verschiedene Toys hergestellt hat und diese kleinen fahrbaren, mit Vibration ausgestatteten kleinen Roboter kennt man am besten aus Spielen wie Kakalakak oder Kakalaloop und Kakalakula. Dadurch wurden sie am ersten bei uns bekannt. Ich habe, wie gesagt, die Nanospace Sets mir zugelegt. Davon gab es drei bisher, soweit ich weiß. Und die möchte ich euch mal zeigen. Alle Sets können einzeln genutzt werden. Und das ist schon mal gut. Und man kann sie aber auch zusammen kombinieren. Ich zeige euch, fangen wir mal an mit dem Nanospace Zipline Set. Die ganze Packung hier ist so ziemlich auf Englisch gehalten. Nur hier unten zum Beispiel oder auf der Unterseite stehen in Deutsch, dass keine Batterien dabei sind, in mehreren Sprachen. Diese Sachen kamen auch offiziell in Deutschland heraus. Ich habe die anderen beiden Sets nämlich bei Dings erworben, bei Smithy Toys. Na gut, aber zu dem Set jetzt zurück. Also hier dieses Cover ist schon mal ansprechend gestaltet, finde ich. Wir haben hier einen mondähnlichen Planeten und hier das Szenario aufgebaut. Hier ist zum Beispiel ein Sichtfenster, in dem man einen Nanobot sieht. Also hat schon Ähnlichkeit mit diesen Kakerlaken-Figuren. Und hier oben sieht man dann nochmal Vibration-Powered Robot. Dann man den auch dann eben etwas anziehen kann sozusagen. Ein Backpack. Und hier dann damit über diese Leine dann fahren lassen kann. Die Seitenteile sind jetzt halt unspektakulär gehalten. Die zeige ich dann auch nicht mehr. Und die Rückseite ist dafür umso umfangreicher. Wir haben hier nochmal englische Instruktionen, hier nochmal, dass man es anziehen kann und hier die Spielfunktionen, wie man es aufbaut, was dabei ist für tolle Sachen, also ein Aufzug, eine Zipline, also eine Seilrutsche und ein Gravity Trainer, weiß ich nicht, wie der funktioniert, aber vielleicht sieht man es noch. Hier unten dann jedes Mal aufgelistet, welche Einzelteile da drin sind. Also hier zweimal die, dreimal das, das und so weiter. Und was ich interessant finde, dass man hier noch Werbung ein bisschen hat von Collect Them All, von den anderen Sets. Dieses Set ist aus 2017, zumindest auf der Bestempelung unten. Und alle anderen, diese beiden, dann von 2018. Also interessant, dass man mit den kleinen angefangen hat. Hier nochmal ganz kurz unten. Beim Auspacken ist es so, dass alles zwar durch eine Kartonage etwas hier stabilisiert ist, aber letztendlich im Beutelchen eingepackt ist. Also ich zeige es nur mal ganz kurz. Hier zum Beispiel ein paar Bodenplatten, die man dann auch separat hier einklipsen kann. Also man hat kein festgesetztes Spielfeld. Man kann es dann auch mit den anderen kombinieren und diverse andere Sachen erstellen. Hier natürlich eine kurze Gebrauchsanleitung bei, wie man es vorschlagsmäßig zusammensetzt. Ich meine, gut, das muss man jetzt so zusammensetzen, damit man diese Zipline ein bisschen auf Spannung hat. Aber letztendlich kann man es dann später variieren. Hexbug hat die Firma und hat auch eine eigene Homepage.
Und die haben noch viel mehr Sachen konstruiert. Also nicht nur diese kleinen Kakerlaken-ähnlichen Roboter, sondern auch große kampferische Roboter, mit denen man, also nicht so groß, aber halt so ferngesteuert gegeneinander antreten kann. So, das ist die Bahn. Und hier noch die Laserkanone. Ich packe das mal dann aus, baue es zusammen, dann schauen wir es uns mal an. Hier nochmal kurz diese Nanobots, die hier in dem Blister drin ist. Und der ist nicht nur in diesem Blister drin, sondern auch in diesem Gravity. So. Auf der Unterseite, so sind jede Nanobots dargestellt, haben sie eine Batterie, sieht man hier. Ein Motor und hier so kleine Füßchen, die leicht sind und dadurch durch die Vibration, die dieser Motor erzeugt, eben dann in Schwingung geraten und sie nach vorne bewegen. Also man schaltet ihn hier ein und hier vorne beginnt der Motor zu vibrieren. Die Oberseite ist individuell immer gestaltet, auch bei den Kakerlaken, und man kann ihn hier rausnehmen. Dann schauen wir mal, ob ich ihn halten kann. Also hier sollte man aufpassen beim Reinklipsen, dass man die Füße nicht irgendwie abknickt. So, aber dann geht eigentlich. Ja, mal schauen. All diese Teile bestehen aus Steckmechanismen, welche zweimal verschieden sind. Einmal hier mit zwei Zähnen, sage ich jetzt mal, und die kann man variieren, hineinstecken zum Beispiel. Ebenso hier kleine Teile, die man dann okay, schaue ich dann später mal hineinbringen. Und als zweites gibt es dann noch hier diese Steckmodule, die man hier hineinsteckt. Wichtig bei diesen Rundungen ist diese Teile hier, die hier hineingebaut werden müssen. Sonst fällt nämlich später der Nanoroboter herunter. Zack. Und dann kommt abwechselnd das Gegenstück dazu. So, am besten man baut aber vorher nur die weißen drauf, immer abwechselnd, denn sonst, weil diese Gegenstücke, die müssen darüber liegen. Die Teile gehen auch sehr leicht wieder auseinander zu machen, allerdings muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, weil sonst diese kleinen, naja, sag ich mal, Anker kaputt gehen können. So, ich habe das Teil jetzt mal nach der Gebrauchsanleitung aufgebaut. Es bleiben zwei Teile übrig. Und zwar hat das den Grund, weil hier hinten ein Weg ist. Und ansonsten, wenn man den nicht will, baut man einfach diese zwei Teile noch dazu. Des Weiteren sind hier noch diese Verankerungen für die Zipline da. Die muss ich noch anbauen an die Nanoroboter. Und dieses Teil ist mir schon beim Auspacken abgebrochen. Ich habe es mal angeklebt, aber hält nicht richtig. Aber auf der anderen Seite gibt es trotzdem noch einen Fahrstuhl nach oben bringer. So, hier ist sie drin in der
Rotationskammer. Dann haben wir das gleich gemacht. Ja, das ist auch nur ein Spiel-Feature, also das funktioniert. Dann machen wir sie mal aus. Und dann sollte normalerweise darüber fahren. Hier außen rum. Hier rein und dann irgendwie den Weg hier hineinfinden. Der Aufzug fährt dann per Handbetätigung nach oben. Soll sich dann da oben festhaken. Darum braucht man eigentlich zwei Seiten. Und dann soll sie hier hinunter. So, dieses Teil wird darauf gesetzt, und zwar so, dass diese Seilbahn nach hinten schaut. Hier vorne ist ein bisschen zum Einklipsen gedacht. So. Okay, und dann lassen wir sie mal starten. Ja, funktioniert. So, da haben wir das zweite, das Luna Expedition Set. Hier eine Nano Roboter dabei. Ich habe sie schon mal verkleidet als Astronaut. Na, geht wieder ein bisschen schwer runter. Na gut, lassen wir es erstmal drauf. Und dann setzen wir sie mal hier hin. So, hier hinten. Nein, jetzt erstmal andersrum. Machen wir mal hier die Tür auf, dann kommt sie durch. So, hier kommt sie nicht raus. Ah, geht sie wieder zurück. Machen wir auch mal diese Tür auf hier. Da komm, Astronaut. Dadurch. Man kann hier natürlich dann noch andere draufsetzen. Schauen wir mal, was passiert. Ah! Einmal umgeschmissen. Frechheit. Eigentlich will ich mal, dass er da hingeht. Also der nicht. Der passt da nicht rein.
Natürlich kann man hier noch mehr Spielfeatures machen, etwas drehen. Hier die Kanone. Hier sind ein paar kleine Teile dabei. Genauso wie diese Teile, die man dann aufs Auto noch stecken könnte. Aber ich habe es gerade hier beladen mit ein paar Kisten. Und eigentlich soll, wenn die hier hineinfährt ins Auto, sollte es eigentlich starten. Natürlich funktionieren die Hexbugs und die Autos auf einer glatten Unterfläche viel besser. So, schauen wir aber auch wieder hoch. Ah, Kakerlake! Vielleicht ist es auf einer glatten Unterfläche einfach besser. Schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn er die Rampe hochkommt. Er steigt aus und geht flüchten. Ja, macht einfach schon Spaß zuzuschauen. Und das letzte Set, die Space Galactic Base, so, mit zwei drinnen dabei, so in bekannter Weise wieder, und ein blauer diesmal. Spielidee, dass man halt gegeneinander antreten kann. So, ich schalte erstmal den hier ein, mal schauen, ob der besser vibriert in seiner Zirkulations... Naja, auch nicht. Okay. Tun wir mal raus. Und dann tun wir hier mal die
Space-Piloten-Outfit aufsetzen. Also man muss wirklich ein bisschen aufpassen. So. Und dann kommt er angeflogen. Hier mit dem Raumschiff. Ab mit dir. Zack. Ja, da geht's hinein in den Aufzug. Aufzug runterfahren und dann kommt er hier raus. Dann die zweite lassen wir auch einmal fahren. Und das sieht da hinten immer das Ding so. Jetzt hat das Ding versperrt. Der ist im Aufzug. Was? Also leider gehen die nicht alleine rein in das Raumschiff und fliegen davon. Ja, dann würde ich sagen, dass wir mal alle fahren. Hm? Ja, hopp, rein mit dir. Ach. Noch ein bisschen kombinieren kann. Auf jeden Fall sei mal dazu gesagt, wenn man die Hexbugs jetzt nicht benutzt, gibt es trotzdem ein schönes Diorama für andere Figuren. Also ich muss sagen, der Aufzug nervt auf Dauer, weil die gehen da alle rein. Jetzt schauen wir mal. So, die Autos setzen wir mal jetzt so hin. Da. Dann schauen wir mal, wie er reingeht. Wie eben, wo ich natürlich nicht drauf gehalten habe zu filmen. Ja, das ist leider. Leider müssen wir es ein bisschen anstupsen. Vielleicht geht es auch, wie gesagt, auf einen Klappentisch besser. Weil da funktioniert es ja. Aber leider habe ich momentan kein Klappen. So, und jetzt werde ich mal versuchen, aus diesen drei Teilen etwas zu kombinieren. Mal gucken, ob es funktioniert. Genug Teile wären es ja. Und schauen wir mal, ob es auf den Tisch passt.
Und das Raumschiff hat sogar Sound. Wenn wir hier nämlich diese Hexbug nehmen, einschalten, ein bisschen hineinsetzen. Also im Großen und Ganzen ist es nicht nur ein Spielset, wo die Hexbugs dann herumlaufen auf den Schienen, sondern man kann auch hier selber mit dem Zeug spielen. Ich finde auch, die schauen klasse aus. Hier die ganzen Hieroglyphen, Zeichen, außerirdischen Zeichen. Man kann auch hier dann die Dinge ein bisschen variieren, also abbauen und dann halt zum Beispiel andere Sachen hineinstecken. Ebenso. Egal. Ebenso wie hier mit den Autos, auf denen man dann auch verschiedene Sachen bauen kann. Zum Beispiel hier diese Kanone einklipst. Hier haben wir eine Radarschüssel drauf, hier ein Kanister oder eben hier diese Transportbehälter oder Unterlagen, auf denen man dann verschiedene Sachen stellen kann. Ja, also im Großen und Ganzen gibt es genug Konstruktionsmöglichkeiten. Die Hexbugs sind ja unberechenbar zum Teil und ja, zur Not kann man es auch ja als Diorama für andere Sachen benutzen. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank für eure Geduld. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut.